Dankeschön. Wahnsinn, so viele Leute, überall Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Es ist ja heiß draußen, obwohl die Sonne nicht, das ist sehr schwül. Ich glaube, es wird gleich mal krachen. Draußen nicht herinnen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Freut mich sehr. Dankeschön für den Besuch. Danke sehr. Und auch mein neuestes Album, das ich heute hier bei euch präsentieren darf, freut mich, ist jetzt gerade, ich habe es am Freitag erfahren, aktuell die Nummer 1 in ganz Deutschland, in Radio-Charts, und das freut mich sehr, alles spielen drauf und nieder, in den DJ-Charts Platz 1, das ist einfach unglaublich. Dabei, Leute, ich wollte das gar nicht veröffentlichen, wisst ihr das? Ja, wirklich, ich habe dieses Lied auf Drängen vieler Fans geschrieben, die mir, gibt es denn mal Draufgabe auf den Stern? Ein Stern, der deinen Namen trägt, ihr wisst es ja, vor 29 Jahren habe ich das Ding geschrieben, wisst ihr das überhaupt? Einen Stern! Vor 29 Jahren habe ich eben das geschrieben und viele, für viele ist dieses Lied etwas ganz Besonderes geworden. Es ist es für etwas Persönliches geworden. Dann habe ich da oben einfach auf das Drängen vieler Fans geschrieben und wollte es nicht veröffentlichen, weil ich Angst hatte, dass ihr sagen werdet, meine Fans, jetzt schreibt er schon wieder vom Stern. Kann er vom Stern nicht lassen, wirklich, dachte ich mir. Aber dann sagten meine Freunde, meine Frau, die ja die Ersten sind, die das Ding gehört haben, haben dann gesagt, ja, Nick, was hast du, wenn nicht du, wer dann kann auf dem Stern was schreiben? Und darum freut es mich so sehr, dass das Ding da auf Platz 1 geht, dass es ankommt bei euch, dass es ein Licht geworden ist, das euch gefällt. Dankeschön. Danke. Ein Jahr lang habe ich an diesem Album gearbeitet. Ihr wisst ja, ich schreibe sehr vieles aus meinem Leben, meine Gefühle, die ich da in die Öffentlichkeit bringe, weil ich, glaube ich, einer von uns allen bin und nicht irgendwie etwas Besonderes. Auch das Nächste, was jetzt kommt, ist so ein Ding von mir, was ich weitergeben möchte. Das mit uns, das ist schon was ganz, was Großes.